Auch die britische Künstlergruppe Mediaset nimmt sich des Themas Überwachung an. Diese Bilder hier stammen von einem Spionageflugdrachen, den die Mediaset-Leute konstruiert haben. Stuart Bowditch von Mediaset erklärt, wie dieser Drache funktioniert. Eine kleine Spionagekamera, erhältlich in jedem Elektrofachgeschäft, wird auf einem Flugdrachen montiert. Dieser Receiver fängt die Signale der Kamera auf und überträgt sie auf diesen Monitor. Und dann treten die Mediaset-Leute zum fröhlichen Drachensteigen an. Die CCTV-Kameras sind überall. Wir können nichts dagegen tun. Was unsere Arbeit betrifft, wir verwenden die gleichen Geräte wie die Überwachungsleute, aber auf kreativere Weise. Die Einsatzmöglichkeiten der Flugdrachen sind unbegrenzt. Voyeuristische Drachensteiger können nicht nur die aparte Nachbarin beim oben ohne Sonnenbad in ihrem Garten observieren, sie können auch, wie es die Mediaset-Leute in einer provokanten Aktion gemacht haben, militärisches Sperrgebiet ausspähen mit ihren Spy-Kites. Es ist natürlich auch sehr lustig, was wir machen. Wir verwenden billige Geräte, um zum Teil sehr, sehr teure Objekte auszuspähen. Wir gehen spielerisch an unsere Themen heran. Jeder kann das machen, was wir machen.